Heute wäre Kevin 18 Jahre alt. Das Leben des Jungen endete auf tragische Weise, als er gerade einmal 2 war, weil niemand etwas getan hat. Come little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come little children, the time's come to play here in my garden of magic. Sie hat lange überlegt, was sie sagen, wie sie es sagen soll, nach Worten gesucht, die trösten, wenn etwas Unfassbares geschehen ist. Die Beerdigung von Kevin an einem grauen, verregneten Montag im November 2006 wird Pastorin Jutta Konowalczyk-Schlüter nie vergessen. Und auch die Rede nicht. Sie hat sie auf ihrem Rechner, bringt es nichts übers Herz, sie zu löschen. Kevin hatte sein Leben doch noch nicht gelebt, er war noch so klein, lautet einer der Sätze aus ihrer Rede. Manche in ihrer Gemeinde fragten sich, was Kevin noch hätte erleiden müssen, wenn er länger gelebt hätte. Pastorin Jutta Konowalczyk-Schlüter erzählt, dass nach Kevins Tod ein junger Mann an ihrer Haustür klingelte. Er war gerade Vater geworden und es war ihm unbegreiflich, warum man so ein kleines Kind nicht schützen will. Er hat so geweint, erinnert sie sich. In der Gemeinde sei viel gesprochen worden. Viele Ehrenamtliche meldeten sich. Sie wollten Kevins Grab pflegen. Andere wollten Geld spenden. Irgendetwas tun, um sich über das zu trösten, was da mitten in Bremen geschehen war. Und gegen das niemand etwas getan hat. Was der damalige Justizstaatsrat Ulrich Meurer aus den Akten zusammenträgt, liest sich wie ein Bericht des Versagens. Auf vielen Seiten listet er all die Maßnahmen auf, all die Gespräche, all die Hilfeleistungen, die der Familie angeboten wurden und die sie nur teilweise annahm. Immer wieder äußern Ärzte, Polizisten oder auch die Hebamme Zweifel daran, dass die Eltern ihrer Fürsorgepflicht nachkommen. Im November 2004 rufen Nachbarn die Polizei, weil die Mutter, voll mit Drogen und Alkohol, im Hausflur schläft, das Kind liegt schreiend und mit roten Stellen im Gesicht neben ihr auf dem Boden. Die Polizei bringt das Kind ins Krankenhaus. Kevin bleibt 5 Tage im Hermann-Hildebrand-Haus und dort werden Kinder in Notsituationen aufgenommen. Doch die Eltern wollten ihn zurück und sie bekamen ihn zurück, als sie zusagen, 6 Wochen an einer ambulanten Familienmaßnahme teilzunehmen. Schon vorher war Kevin ins Krankenhaus eingeliefert worden. Da war er 8 Monate alt. In der Professor Hess Kinderklinik wird er wegen Knochenbrüchen behandelt. Unter anderem stellen die Ärzte Frakturen am Schädel, an den Rippen, an den Armen und Beinen fest. Seine Entwicklung ist gestört. Am Ende von Meurers Bericht heißt es: Wünsche der Eltern bzw. des Vaters sind auffallend stark berücksichtigt worden. Meurer kommt zu dem Schluss, der Tod von Kevin hätte verhindert werden können. Gefährdungslagen seien nicht erkannt oder falsch eingeschätzt worden. Falsche Entscheidungen wurden getroffen, notwendige Entscheidungen hingegen nicht. Juni 2010 in Bremen. Bert K. hat schon viele Wohnungen inspiziert, in denen Gewalt und Chaos herrschten. Er hat in den vielen Jahren als Sozialarbeiter Eltern ihre Kinder weggenommen, weil sie ihnen schadeten, statt sie zu umsorgen. Ein Schritt, der manchen Kindern vielleicht das Leben gerettet hat. Kevins Leben hat Bert K. nicht gerettet. Die Wohnung in der Kulmerstraße 97 in Bremen-Gröpelingen, wo der Junge von seinen Eltern misshandelt und nach dem Tod im Kühlschrank abgelegt wurde, hat Bert K. nie gesehen, obwohl er der Amtsvormund des 2-Jährigen war. Nun steht der inzwischen 67-Jährige in Bremen vor dem Landgericht, angeklagt wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. 2 Jahre und 5 Monate hatte Bert K. auf den Beginn dieses Prozesses gewartet. Im Dezember 2007 hatte die Staatsanwaltschaft Bremen Anklage gegen ihn erhoben. Der pensionierte Jugendamtsmitarbeiter, ein grauhaariger Mann mit Vollbart, Brille und Bauch, will das Verfahren nun endlich hinter sich bringen.
Es sei seit Kevins Tod kein Tag vergangen, an dem er nicht an den Jungen und an seine Verantwortung für ihn gedacht habe. Bert K. ist seither in psychologischer Betreuung. Der Tod meines Mündels überschattet nachträglich mein ganzes Berufsleben und meinen Ruhestand, erklärte K. vor Gericht und versprach, er wolle zur Aufklärung des Falles beitragen und in dem Verfahren ausführliche Stellung nehmen. Es geht um seine persönliche Schuld, nicht um das Versagen seiner Behörde. Bert K. sitzt allein auf der Anklagebank. Doch er allein hat Kevins Tod nicht zu verantworten. Neben ihm müsste noch Kevins sogenannter Fallmanager sitzen, der Sozialarbeiter, der Kevins Eltern jahrelang betreute. Niemand hatte in vergleichbarer Weise Zugang zu der Kleinfamilie. Doch der Mann ist verhandlungsunfähig. Das Verfahren gegen ihn konnte daher nicht eröffnet werden. Bert K. sagt, er hoffe, man werde nicht vergessen, dass er nur einer der Beteiligten an dem Geschehen war, das in der Katastrophe geendet sei. Er hoffe, dass endlich Kevins Ziehvater, der bereits zu 10 Jahren Haft und Einweisung in eine Entziehungsanstalt verurteilt wurde und in diesem Verfahren als Zeuge geladen ist, sein Schweigen breche. Und er hoffe, dass die anderen Beteiligten, vor allem aus dem Amt für Soziale Dienste, die viel mehr Informationen hatten, als ich ehrlich aussagen. Bert K. will nicht allein den Kopf hinhalten für den Tod eines Kindes, der bundesweit für Entsetzen sorgte. Kevin ist zum Synonym geworden für die Debatte um Kinderschutz in Deutschland und den Umgang mit Suchtkranken. Kevins Eltern, beide drogenabhängig, misshandeln ihn, sind mit seiner Erziehung restlos überfordert. Ab August 2004, Kevin ist keine 8 Monate alt, gibt es immer wieder Hinweise, dass der Junge zu Hause gequält wird. Immer wieder greifen Polizeibeamte seine Eltern auf, zugedröhnt, lallend, aggressiv und gewalttätig. Die Beamten bringen Kevin in ein Kinderheim oder in die Notaufnahme. Immer wieder wird das Kleinkind seinen Eltern ausgehändigt, trotz ausdrücklicher Warnungen von Ärzten und Heimleitern. Immer wieder erleidet Kevin neue Verletzungen, Knochenbrüche, Hämatome. Immer wieder akzeptiert der zuständige Sozialarbeiter die haarsträubenden Ausreden der Eltern, macht lediglich Aktennotizen oder unterschlägt Informationen. So sieht es die Staatsanwaltschaft. Als Kevin 2 Jahre und 9 Monate alt ist, soll die Polizei auf Anweisung des Familiengerichts den Jungen endlich aus seinem gewaltbestimmten Zuhause holen. Kevins Mutter ist inzwischen gestorben. Beamte klingeln am 10. Oktober 2006 bei Bernd K., Kevins Ziehvater. Doch dieser öffnet nicht. Die Beamten brechen die Wohnungstür auf. »Wo ist Kevin?«, fragen sie den damals 42-Jährigen. »In der Küche«, antwortet Bernd K. Im untersten Fach des Kühlschranks entdecken die Polizisten schließlich den Leichnam des Kindes eingewickelt in Plastiktüten. Kevin, 83 cm groß, war in den 53 cm breiten Schrank gequetscht worden. Sein kleiner Körper weist 21 Knochenbrüche auf. Einer davon führte in Verbindung mit einer Fettembolie in der Lunge zu seinem Tod. Wie lange Kevin zum Zeitpunkt des Leichenfundes bereits tot war, konnte nie geklärt werden. Dem Bericht des Untersuchungsausschusses zufolge muss der Vormund, das Jugendamt Bremen, spätestens im Februar 2006 von sämtlichen Hinweisen auf schwere Misshandlung und Gefährdung des Kindeswohls gewusst haben. Laut Staatsanwaltschaft konnte es daher zu Kevins Tod nur kommen, weil Bert K. den 2-Jährigen nicht in staatliche Obhut genommen habe. Es war erkennbar, dass Kevin in Gefahr war, konstatierte Staatsanwältin Bettina Hohage am Dienstag. Der Prozess gegen Bert K. soll nun klären, was wusste Kevins Amtsvormund wirklich? Wann wurde er worüber informiert? Warum wurden die zweifelhaften Ausreden von Kevins Eltern, speziell von dessen Ziehvater, anstandslos akzeptiert, anstatt den Jungen in Obhut zu nehmen? Bert K. war jahrzehntelang Sozialarbeiter, bis er zum Amtsvormund aufstieg. Ab da hatte er keinen direkten Kontakt mehr zu seinen Mündeln, sondern musste sich auf seine Mitarbeiter verlassen. Zu K.s Zeit, das belegt auch der Bremer Kinderschutzbund, hatte ein Amtsvormund im Durchschnitt 230 Kinder zu betreuen. Diese Zahl ist inzwischen auf 90 reduziert worden. »Warum sind wir damals im Stich gelassen worden mit dem Übermaß unserer Belastung und unserer Verantwortung?«, fragte Bert K. vor Gericht und beteuerte, er habe seinen Beruf ernst genommen und geliebt
und auch unter den damaligen schwierigen Bedingungen so gut und engagiert ausgefüllt, wie ich es vermochte. Die Staatsanwältin führte detailliert auf, welche eindeutigen Hinweise es gegeben habe, dass Kevin in Lebensgefahr sei. Erst recht nach dem Tod seiner Mutter. Hilflos sei er seinem unberechenbaren, gewalttätigen Ziehvater ausgeliefert gewesen. Erst nach Kevins Tod hatte eine DNA-Analyse ergeben, dass Bernd K. gar nicht Kevins leiblicher Vater war. Bernd K. habe keinen Blick in die Unterlagen zu der Familie geworfen und gegen die Herausgabe des Kindes keine Bedenken geäußert. Den Grad der Gefährdung hatte er jedoch in den Akten erkennen können, erklärte Staatsanwältin Hohage. Kevin sei laut Anklage kein Fall von Kindeswohlgefährdung gewesen, erklärte dagegen K.s Verteidiger, Rechtsanwalt Eckhard Behm aus Bremen. Er will im Verfahren nachweisen, dass die Versäumnisse des Amtsvormunds nicht ausreichen, um ihn wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zu verurteilen und damit entweder also einen Freispruch oder die Einstellung des Verfahrens erzielen. Kevins Grabstein ist schlicht. Ein Schmetterling ist eingraviert, ein Mond und drei Sterne. Sein Vorname und die Jahreszahl 2006, das Jahr, in dem er starb. An welchem Tag er starb, konnte das Gericht nicht klären. Nicht mal in welchem Monat. Wahrscheinlich Ende Juni oder Anfang Juli, genauer können wir es nicht sagen, sagte der Vorsitzende Richter Helmut Kellermann der Schwurgerichtskammer 2 des Landgerichts Bremen damals. Klar wird, Kevin stirbt an einem Versagen der rechten Herzklappe infolge einer Fettembolie, verursacht durch die Knochenbrüche. Ob zwischen der Verletzung und Kevins Tod Minuten, Stunden oder Tage vergingen, das weiß keiner. Das Gericht verurteilte Bernd K. zu 10 Jahren Haft. Vor Kevins Grabstein sitzt ein Plüschtier, ein kleiner Elch mit einer roten Nase. Jemand hat Engel auf das Grab gestellt, ein Kaninchen und einen Igel. Neben Kevins Grabstein stehen 2 weitere, einer für seine Mutter und einer für den Jungen, den sie tot auf die Welt brachte. Pastorin Jutta Konowalczyk-Schlüter steht vor dem Grab am Wallerfriedhof und sagt: Ich wollte ihn so beerdigen wie andere kleine Jungen auch, die tragisch zu Tode gekommen sind. Und dass die Beerdigung von Kevin der bewegendste Moment in ihrer Amtszeit war. Sie hat es damals getröstet zu wissen, dass der Bestatter Kevin eine kleine Jeanshose und ein kariertes Oberhemd angezogen hat. Etwas Besonderes war das, erinnert sie sich. Etwa 20 Leute waren gekommen, um Abschied von Kevin zu nehmen. Manche von ihnen kannten ihn nicht. Seine Großeltern, die Eltern von Bernd K., standen am Grab. Und der Bürgermeister. Bernd K. nicht. Auch von der Familie der Mutter war niemand gekommen. Am Ende singen die Trauergäste gemeinsam »Der Mond ist aufgegangen«. Ein Lied, das manche Eltern ihren Kindern vor dem Einschlafen singen. Zuwendung erfährt Kevin heute in größerem Maß als zu seinen Lebzeiten. Häufig werden an seinem Grab auf dem Friedhof im Bremer Stadtteil Walle Blumen oder Spielsachen abgelegt. Von Fremden. Das Jugendamt hat aus dem Fall gelernt. Die Wünsche des Vaters waren wichtiger als das Kindeswohl. So ist es heute nicht mehr, sagt Rolf Diener. Er leitet das Bremer Jugendamt im Amt für Soziale Dienste seit 2013. Das Kind sah man damals als Stütze der Familie. Das wird heute anders gesehen, sagt er. Im Fall Kevin habe es inhaltliche Fehler bei der Fallbearbeitung gegeben und Probleme in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stellen. Etwa zwischen dem Arzt, der die drogenabhängigen Eltern mit Methadon substituierte, und den Behörden. Heute arbeite das Jugendamt nach dem Vier-Augen-Prinzip. Eine Risikomeldung gehe immer an das ganze Team, sagt Rolf Diener. Mehrere Kollegen sehen sich einen Fall an. Der Kinderschutz hat eine hohe Priorität und Wichtigkeit und die Behörden arbeiten enger zusammen. Heute gelten strenge Regeln, wenn substituierte Eltern ihre Kinder bei sich haben. Es werden etwa regelmäßig Haaranalysen gemacht und Urinproben genommen. Wenn ein Kind aus so einer Familie 2 Tage nicht in die Krippe gebracht werde, fragten die Mitarbeiter sofort nach, sagt Rolf Diener. Das Netz drumherum ist heute wesentlich enger geknüpft. Die Sachbearbeiter sehen genauer hin und nehmen ein Kind, wenn es notwendig ist, auch schnell in Obhut. Rolf Diener sagt, der Fall Kevin hängt immer noch in den Köpfen der Jugendamtsmitarbeiter wie ein Trauma.
Come little children, the time's come.